So, Freunde, weiter geht es mit einer neuen Folge von Clash of Clans. Ja, ist schon ein bisschen länger her, ich weiß. Ich vernachlässige das Spiel ein bisschen, aber es soll nicht heißen, dass es irgendwie schlechter ist als alle anderen Spiele, die ich jetzt im Moment Let's Play. Aber ich habe irgendwie nicht so die Motivation, hier dann Videos aufzunehmen, wenn es eh nicht so wirklich vorangeht. Wir verbessern zwar täglich ein paar Sachen, aber das zieht sich... Es zieht sich aber alles echt hier ein bisschen länger, weil man einfach keine Diamanten bzw. keine Juwelen ansetzt. So. Das ist im Moment mein Dorf. Ist noch ziemlich offen, weil ich noch nicht so das alles so optimal mit den Wänden gemacht habe. Wir haben 258.000 Gold und über 600.000 Elixier. Was gut wäre, wenn wir mal irgendwie das Elixier verbraten könnten. Das könnten wir aber leider gar nicht machen, glaube ich, weil uns alles Mögliche fehlt. Beziehungsweise wir können da glaube ich gar... Ah doch, die könnte ich doch verbessern. Genau, hier, guck mal hier, 250.000. Wir haben 3 von 3 Leuten. Das heißt, wir machen das mal eben. Die brauchen einen ganzen Tag. Das sind schon mal 500.000 Elixier weg. Das ist super. Das ist gut. Das gefällt mir. Und ansonsten brauchen wir glaube ich immer Rathaus Level 6. Weil alles andere können wir hier glaube ich gar nicht verbessern. Das ist zwar schade. Und hier brauchen wir 240. Das hätten wir auch noch verbessern können. Cool, dann kriegen wir den Magier. Das wäre auch mal eine Idee. Ja, das wäre auch mal was. Stimmt. Gute Idee. Guck mal hier, Bauarbeiterhütte brauchst du. Wenn nicht, können wir draußen stehen lassen. So. Guck mal hier. So. Gut. Von dem Geld, was wir noch haben, beziehungsweise von dem Gold, da verbessern wir immer so ein bisschen die Mauer. Zack. Zack, zack, zack. So. So. Ein bisschen Cash haben wir noch. Wir haben ja jetzt quasi 2 Dörfer, worum wir uns kümmern müssen. Und das wird dann natürlich sehr interessant. So, 18.000 oder 27.000. Okay, gehen wir mal ins andere Dorf. Zum Glück funktioniert das alles so reibungslos. Ich habe gerade gestartet hier, damit er mal das Goldlager verbessert. Wir haben natürlich noch einige Sachen hier. Einmal das Armeelager, was 180.000 kostet. Mauer haben wir hier noch. Kracher, Stoßfalle. Verborgener Tesla, Zerschmetterer, was auch immer das kann. Der Zerschmetterer mag es nicht, wenn man ihm zu nahe kommt. Dieser riesige Steinklotz plattert den Boden mit einem polnischen Schlag. Okay, das ist ganz cool. Macht bestimmt irgendwie so eine Schockwelle oder sowas. Dann haben wir eine sehr, sehr viele neue Items. Riesenkanone, wow. Die auf jeden Fall irgendwann erst bald verfügbar sein wird. Ansonsten habe ich mich nicht so wirklich hier um das Dorf gekümmert, weil es einfach viel zu lange dauert, hier dementsprechend Elixier zu sammeln oder Gold. Wir haben auch nur eine Goldmine und einen Elixiersammler. Einen kleinen Bogenschutzturm, was ich gemerkt habe, man kann die Reichweite erhöhen. Hier zum Beispiel, der macht schnelle Angriffe. Das ist jetzt, man sieht auch richtig, wie der reingefahren ist. Der ist jetzt nämlich ziemlich im Boden drin. Wenn man dann schnelle Angriffe macht, dann fährt er auch hoch. Man kann also den Schalter quasi hin und her schalten. Hoch und runter. Das ist sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt auf dieses Dorf, was sich dann noch jetzt hier entwickeln wird. Allerdings haben wir nur einen Bauarbeiter, kann man sagen. Der ist jetzt erstmal mit dem Lager beschäftigt und ansonsten war's das. Ja, ich glaube, mehr können wir hier nicht machen. Wir haben alles ausgeschöpft. Och, doch, wir können hier das Ding können wir verbessern. Da haben wir noch sogar 3 Tage. Okay, jetzt haben wir erstmal zu tun. Da werde ich wahrscheinlich jetzt wieder eine Woche nicht aufnehmen. Aber ich wollte mal kurz eine neue Folge bringen, um euch ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen. Aber jetzt habt ihr das ja mitbekommen, was noch alles zu tun ist. Ist also auf jeden Fall noch sehr, sehr viel. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich über eine Bewertung freuen, Freunde. Ansonsten sehen wir uns bestimmt in der nächsten Folge von Clash of Clans.